Ja, alle Mitglieder, die bei unserem Squat-Tutorial nicht dabei waren, habe ich heute noch ein paar Beweglichkeits- und Mobilitätsübungen für das Warm-up, dass ihr dann in der Kniebeuge mit weniger Abfälschung und einem tieferen Bewegungsradius auf eine tiefe Kniebeuge runterkommen könnt. Ihr müsst im Prinzip Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüfte aufhören und beweglicher machen. Beginnt ihr mit dem Sprunggelenk. Ihr schnappt euch ein Gummiseil, was ihr vorne bei uns an der Theke ausleihen könnt. Bringt es auf Spannung, sodass es euch das Knie nach innen zieht. Ihr arbeitet dagegen und macht somit 5 bis 10 freie Kniebeuge. Das Ganze macht ihr im Wechsel auf die andere Seite. Macht ebenfalls 10 Kniebeugen. Das Ganze richtet euch das Sprunggelenk auf, sodass ihr im Squat nicht nach innen kippt. Die zweite Variante, um das Sprunggelenk aufzuwärmen, wäre, das Körpergewicht aufs Sprunggelenk zu bringen und das Knie nach vorne zu schieben, ohne dass die Ferse abhebt. Ein paar Sekunden auf die Last erzeugen und wechseln. Somit könnt ihr dann das Knie weiter nach vorne schieben in der Kniebeuge und tiefer in die Hocke gehen, ohne dass die Ferse abhebt. Um die Hüfte in der Innen- und Außenrotation aufzuwärmen und beweglicher zu machen, startet ihr in einer freien, tiefen Kniebeuge. Fangt an, euch zur einen Seite abzukippen mit zuerst dem äußeren Knie, inneren Knie. Ihr wechselt auf die andere Seite. Habt somit dann jeweils eine Innen- und Außenrotation. Stellt das eine Bein auf, das hintere. Legt hier jetzt auch nochmal die Innenseiten durch Sitzen auf das Bein, dehnt ihr den Oberschenkel auf und geht wieder in die Kniebeuge. Dann das Ganze zur anderen Seite. Wechsel. Bein aufstellen. Dehnen. Oberschenkel dehnen. Und wieder in die Kniebeuge. Alle drei Übungen etwa dreimal machen. Damit seid ihr dann sehr geschmeidig für eine tiefe Kniebeuge.